Hallo, die Sonne geht gerade auf, der Oktober schreitet voran, aber es ist natürlich immer noch wunderbare Pilzsaison jetzt und das werden wir nutzen und uns jetzt auf den Weg machen, um ein paar Pilze zu bestimmen und zu sammeln. Und es geht direkt los mit einem Steinpilz, nämlich hier. Oh, Überraschung, es sind sogar zwei. Und hier. Oh, da ist der Hut leider ein bisschen abgegangen. Naja. So, und gleich daneben. Wie so oft, denn die beiden sind oft beste Nachbarn, ein Fliegenpilz. Den haben wir ja schon mal sehr ausführlich vorgestellt. Und dann haben wir hier auch noch schöne Fichtenreiziger, ja. Auch mit denen ist es jetzt soweit. Die Reizgerzeit geht jetzt so richtig los und das ist natürlich ein hervorragender Speisepilz. Hier jetzt nochmal ein schöner Fichtenreizger mit der berühmten orangenen Milch. Na, wenn man dann einen Milchling sicher als Milchling identifiziert hat, was man natürlich erstmal machen muss, dann sind alle Milchlinge mit orangener Milch sehr gut essbar, wie zum Beispiel dieser Fichtenreizger. Aber, wie gesagt, man muss erstmal Milchlinge identifizieren, weil es gibt auch andere Pilze, die durchaus Milch haben können, ne? Aber ja, so viel dazu. Und hier ein Hexenei. Ja, auch das haben wir schon mal sehr detailliert vorgestellt. Auch ein toller Speisepilz. Für zumindest Leute wie uns, die es sehr mögen. Und dann haben wir hier auch noch wunderschöne, frisch geschlüpfte Flaschenstäublinge. Auch die sind natürlich ganz lecker und haben auch eine ganz interessante Marshmallow-artige Konsistenz. Tja, und wir kommen gar nicht mehr von der Stelle. Ne? Also die Ausbeute, die scheint heute richtig groß zu werden, wenn es so weitergeht auf jeden Fall. Hier haben wir nochmal einen schönen, frisch geschlüpften Steinpilz gefunden, ne? Und auch noch ganz tolle junge Maronen. Also da sagen wir nicht nee und packen die natürlich auch noch ein. So. Ja, ein weiterer toller Fund hier. Semmelstoppelpilze. Ja, von oben. Ja, sehen sie vielleicht aus wie Semmeln, ja, so wie Brötchen, ein bisschen, ne? Kann man sich drüber streiten. Eine gewisse Ähnlichkeit ist vielleicht da. Und von unten haben wir dann natürlich diese Stoppeln. Und da haben wir dann natürlich ein ganz tolles Erkennungsmerkmal bei denen, die es uns dann ein bisschen leichter machen, die Semmelstoppelpilze besser zu identifizieren. Und die kommen natürlich auch mit, wir essen den sehr gerne. Ein weiterer toller Fund hier heute. Der büschlige Rasling, den kann man natürlich ganz gut erkennen daran, dass er büschlig wächst, wie der Name das auch sagt. Aber er ist jetzt auch nicht so leicht zu bestimmen. Also auf jeden Fall kein Anfängerpilz, aber durchaus ein gut schmeckender Pilz, der ja auch wie hier in großen Mengen auftreten kann. Also einmal, was ich hier in der Hand habe und dann auch nochmal hier unten. Also damit ist schon eine Pilzmahlzeit zusammen, ja, und dann die ganzen anderen, die wir schon gefunden haben, die Steinpilze und so weiter dazugerechnet, ja, da kommt schon gut was zusammen. Also ein toller Fund findet man, so wie wir jetzt hier, ganz gern mal im Wald, am Wegesrand, wir sind hier im Laubwald, der wächst aber auch in Parks und sowas ganz gerne mal, ne? Auch da kann man den finden, aber wie gesagt, man muss natürlich wissen, wie man den von anderen Arten abgrenzen kann, die dann doch eher gefährlich sind. Also es ist kein Anfängerpilz, aber wir sammeln den und lassen uns den schmecken. Hier haben wir jetzt mal eine ausgewachsene Stinkmorchel. So sieht die aus. Also die kommt dann hier aus ihrem Hexenei raus und das ist dann auch die Form, in der man sie als Leichenfinger bezeichnet hat. Ja. Hat Ähnlichkeit mit einem Finger, ne? Oder halt mit einem Phallus. Deswegen ja auch der lateinische Name.
Naja, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, wir haben ja schon mal ein ausführliches Video dazu gemacht. Dieser Steinpilz hier hat natürlich eine ganz besondere Form, sich ausgesucht zu wachsen. Ja, sehr schön. Kommt auch mit. Na, und hier haben wir jetzt ganz tolle Maronen. Also die sind auch noch ganz jung. Und die passen kaum in meine Hände. Also so viele sind es jetzt auf einmal schon geworden hier auf einem Fleckchen von vielleicht 2 Quadratmetern. Also manchmal, da geht es halt echt richtig ab, ne? Die kommen auch mit. Und hier schöne Schopftintlinge. Hier ist einer. Hier ist noch einer. Also die, ja, die sind noch hell von innen. Also der hier auf jeden Fall. Den kann man noch gut essen. Und hier sieht man natürlich auch mal, was passiert, wenn die Schopftintlinge zu lange rumstehen, ne? Dann lösen sie sich auf in Tinte. Wurde früher natürlich auch benutzt als Tinte, ist ja ganz praktisch, ne? Und stellenweise findet man ja teilweise mehrere hundert Stück davon, wenn man Glück hat. Also, es kann ja auch ein sehr ertragreicher Pilz sein. Ja, den sammeln wir natürlich auch. Muss man natürlich aufpassen, ne? Mit so anderen Geschichten, wie so dem grauen Faltentintling zum Beispiel, der sehr viel Kuprin enthält. Wenn man dann Alkohol dazu trinkt, auch ein paar Tage später oder eine ganze Woche später noch kann es passieren, dann stirbt man. Also insofern immer aufpassen beim Tintling sammeln, ne? Aber hier der Schopftintling, das ist natürlich ein toller Pilz. Hier jetzt ein schöner Pilz, tja, weder aus der Fraktion der Röhrlinge noch aus der Blätterpilze, sondern aus der Fraktion der außerirdischen Pilze. Der Erdstern, ja, ein schöner Stern auf der Erde, ist jetzt nicht mehr ganz so sternförmig, aber ist schon ein außergewöhnlicher Pilz auf jeden Fall. Kann man nicht essen, aber man kann sich natürlich daran, ja, erstaunen. Und jetzt sind wir nochmal auf eine Tintlingsparade gestoßen. Hier, wunderschön. Einer neben dem anderen. Also, da kann man sich natürlich gut dran satt essen. Und hier jetzt ein schönes Bouquet aus Schopftintlingen. Ja, wir werden bei denen die Stiele abschneiden, auf jeden Fall, weil die sind ziemlich erdig geworden. Ne? Eine Geschmacksnote, die wir jetzt nicht unbedingt noch brauchen in unserem Gericht. Wenn wir nur die Hüte nehmen. Ja, manche Leute, die nehmen die Stiele, wenn sie natürlich sauberer sind. Ne? Man findet die auch teilweise mal auf einem Rasen oder so, wo die dann nicht so erdig werden unbedingt. Und ja, die machen dann aus den Stielen sowas wie Spargel. Also die bereiten die Stiele genauso wie Spargel zu. Aber ja, wie gesagt, wir werden unsere nicht nehmen. Sind auch nicht so leicht verdaulich unbedingt, ne? Kommt immer drauf an, muss man halt testen. Und wir nehmen einfach dann die Hüte. Und jetzt nochmal eine schöne krause Glucke, klein aber fein, und die kommt natürlich auch mit. Klein und fein sind natürlich auch die Lacktrichterlinge, haben jetzt nicht so viel Geschmack, sind recht mild, sind auch sehr fest im Biss. Aber das macht natürlich so ein Pilzmischgericht schön abwechslungsreich im Mund, wenn auch mal was noch so was Festeres, bisschen Gummiartigeres da drin ist, wenn man es mag.
Ja, Maronen gibt es heute noch und nöcher. Also da kann man sich zurzeit in den Wäldern bedienen, was das Herz begehrt. Da gibt es auf jeden Fall jede Menge, so wie die hier in allen möglichen Größen und Variationen. Und hier jetzt nochmal ein schöner Fund, ein paar Täublinge. Ja, haben wir hier eine. Ja, einwandfrei. Ne, Täublinge sind ja Sprödblättler. Das heißt also, wenn wir hier unten am Stiel gucken und versuchen, was abzumachen, na, dann kommen immer so kleinere Stückchen und der fasert nicht in Längsrichtung, der Stiel. Und wenn das so ist und wenn man sich da sicher ist, dass es so ist, dann kann man den Täubling durchaus auch mal probieren. Mhm. Und wenn er weder scharf noch bitter ist oder so, dann ist er essbar. Ja, so wie der hier. Dann haben wir auch hier noch schöne. Ja, ein bisschen farblich eine andere Variation, aber. Mhm. Wunderbar. Ja, toller Täubling. Frisch. Ja, frischer kann man es kaum haben. Hier noch einer. Ja, und hier sind noch mehr, sehe ich schon. Also, wundervolle Täublinge. Das Pilzgericht wächst. Jetzt haben wir nochmal einen tollen Fund gemacht. Wir sind jetzt in so einem Buchenwald unterwegs gerade. Also wir sind heute sehr viel umhergereist in vielen verschiedenen Wäldern, um viele verschiedene Pilze zu finden. Ja, und jetzt haben wir hier eben den Anistrichterling gefunden. Ja, hier haben wir 4 Exemplare gefunden. Der eine, okay, der ist sehr, sehr klein, aber es ist auch einer. Ja, die wachsen ganz gern gesellig, ebenso wie die hier. Und ja, wunderschön, ne? So eine bläulich, ja, blau-grau-grünliche Oberfläche. Also sticht farblich ziemlich raus, so aus den Pilzen, die man hier so finden kann. Und dann natürlich der Duft. Also dieser Pilz kann sehr intensiv nach Anis duften, ja, vielleicht auch so ein bisschen Richtung Waldmeister, so eine Kumarinnote kann auch drin sein. Aber ja, vor allen Dingen eben ein Anisduft, ja, sehr angenehm. Und dieser Duft ist nicht nur der Duft, sondern das ist dann auch der Geschmack nach dem Kochen. Also kulinarisch sehr interessant auch, ja, ein Pilz, der nach Anis schmeckt nach dem Kochen. Ja, wir sammeln den auf jeden Fall. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, ne, Anisgeschmack. Aber ja, wir essen den schon gerne und ja, bestimmen geht eigentlich auch bei dem Duft ganz gut, ne? Und auch bei den Farben und so. Und dann hat man noch unten am Stielende so filzige Myzelreste und alles mögliche andere, wie die Lamellen so gegen den Stiel verlaufen und so weiter. Ja, also bei dem, den kann man ganz gut, ja, wenn man ihn gefunden hat, bestimmen und sich dann sehr schön munden lassen. Ja, das hier ist nochmal einer. Sehr wohlduftend. Also, da ist schon der nächste. So, unsere Bahn kommt gleich. Wir machen es auf den Weg. Die Sonne geht ja auch bald unter. Wir sind heute schon beim Sonnenaufgang losgegangen. Naja, irgendwann ist auch mal Schluss, ne? Ja, hier lassen wir euch noch ein paar schöne Schopftintlinge stehen. Die könnt ihr euch dann mal mitnehmen. Und dann sage ich bis bald.